Jahr ist der Youngster, Jahrgang 2000. Wird zu Recht gehypt, gutes Auge, super Wurf, er ist ein richtig, richtig guter Spieler. Die erste WM und gleich Spielmacher. Ist schon ein klassischer Mittelmann, der uns sehr viel Spaß machen wird. Das ist schon aufregend, ich bin unfassbar dankbar, dass ich hier dabei sein darf. In der Heimat in Bad Schwartau drückt Vater Thomas die Daumen. Er weiß genau, was sein Sohn Juri gerade erlebt. War selbst Handball-Nationalspieler, hat mit dem THW Kiel, Flensburg und dem HSV alle Vereinstitel gewonnen. Und fiebert jetzt mit Juri mit. Ich habe definitiv schweißnasse Hände, wenn ich ihm zugucke. Die ganze Familie ist sehr stolz auf ihn. Wirklich, weil er das einfach sehr, sehr toll macht. Weil er schon von klein auf sehr, sehr viel investiert hat für diesen Sport. Juri und der Ball. Schon früh ziemlich beste Freunde. Erster Spielerpass mit 4, aber beim Fußball. Auch da ist Juri unter seinem Jugendtrainer ein großes Talent. Spielt mit 11 schon beim HSV zusammen mit Fiete Arp und Joshua Wagnermann. Willst du lieber Handball oder willst du lieber Fußball spielen? Da hat er mir die Antwort gegeben, so als kleiner Steppke, ich will Fußball spielen, kann ich mehr verdienen. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil mir Handball mehr Spaß gemacht hat. Ab 14 spielt Juri nur noch Handball, wird deutscher C-Jugendmeister mit dem MTV Lübeck. Mit 17 dann der große Sprung zum FC Barcelona. Lernen von den Besten. Im November 2020 das Debüt in der A-Nationalmannschaft. Erstes Tor, alle jubeln Juri zu. Aber dann, nach dem Länderspiel in Estland, erwischt ihn Corona und das heftig. Es war schon erschreckend zu sehen, wie so ein junger, gesunder, fitter Mensch doch da ganz schön aus den Latschen geschossen wurde. Jetzt ist Juri wieder voll da. Spielt mit 20 seine erste WM. Mit viel Mut, ohne Druck. Hauptsache, sein schon immer ziemlich bester Freund ist dabei. Ihr möchtet kein Video bei dieser Handball-WM verpassen? Dann schaut hier in die Playlist und da lasst ihr uns ein Abo da.